Nachdem mir der Greg auf mein letztes Roto-Werte-Video ein kurzes Antwortvideo geschickt hat von ganzen 60 Sekunden und es da um so einen Motor ging hier. No say nein. Tja, habe ich mir gedacht, hey, woher weiß denn der? USA hat er das Video übrigens genannt. Woher weiß denn der, dass ich so einen Motor da habe? Allerdings hat meiner nur 36 Volt. Bei 3000 Umdrehungen bringt trotzdem 1000 Watt. Ja, den habe ich jetzt gekoppelt mit diesem 550 Watt. 0,55 kW steht hier, ne? 0,56 kW. Naja, sagen wir 500 Watt, ne? Bei 1500 Umdrehungen pro Minute. Ja, wieder im Roto-Wetterbetrieb angeschlossen, ne? Auf 400 Volt, ne, 380 Volt, na gut. Im Stern jedenfalls, ne? Ja. Ganz euphorisch sind wir an die Sache rangegangen. Hab jetzt wirklich gedacht, dass man mit dem perfekten Kondensator den hier so weit antreiben kann, dass aus dem so viel Leistung rauskommt, dass man den hier vielleicht zurück antreiben könnte. Ja, von vornherein schon mal, so weit ist es nicht, ne? Trotzdem, tja. Ich glaube, ein bisschen effektiver haben wir es schon als Normalbetrieb. Ich weiß es noch nicht ganz so genau. Müssen wir mal schauen. Machen wir mal kurze Vorführung. Ne? Wir fahren ihn jetzt an mit einem 4 Mikrofarad Kondensator, 4 μF und einem 7 μF. Nee, halt. Mit einem 10 μF. Also mit einem 10 μF und mit einem 4 μF fahren wir da an. Das heißt, wir sind jetzt bei 14 Mikrofarad, was wir da anfahren lassen. Und wenn er dann hochgefahren ist, habe ich vorhin bei meinen Tests rausgefunden, fährt er dann mit nur 4 Mikrofarad richtig schön ruhig weiter. Ne? Gut, dann starten wir mal mit 14 μF. Aha. Das ist schon mal nichts. Ah, müssen wir natürlich einschalten. Siehst du? Ha, jetzt habt ihr gleich mal gesehen, wie er sich verhalten würde, wenn man nur mit mir 4 Mikrofarad anfahren würde. Der 10er ist jetzt doch gar nicht drin. So, hier ist der 10er drin. Gut, alles klar, jetzt haben wir endlich Fingernägel geschnitten, ne? Falls sich da wieder jemand aufregt. So, wo waren wir? Achso, beim Anfahren waren wir gewesen. 10 Mikrofarad haben wir drin, 4 Mikrofarad haben wir auch drin. Katze lässt sich auch schmecken. Gut, können wir losfahren. Auf geht's. So, fährt schön hoch. Wir fahren jetzt bei 150 Watt. 150 Watt, hier haben wir noch nichts. Ne, hier haben wir noch nichts. Und an Voltzahl sind wir bei 9,3 Volt. Bei dem hier, ne? So, jetzt schalten wir unseren Startkondensator raus. Geht viel ruhiger. Ne? Und jetzt ziehen wir nur noch 72 Watt. So, jetzt gucken wir mal, ob das auch wirklich die optimale Kondensatoreinstellung ist. Wir nehmen mal 0,66 mit dazu. Tut sich nicht so viel, klingt aber schon ein bisschen anders. Nochmal 0,66 dazu, das zieht er schon wieder mehr. Gut, also 0,66 weniger, 0,66 weniger. Ja, da sind wir bei 4 Mikrofarad wirklich schon am optimalsten. Gut, dann wollen wir unsere Last mal mit dazu schalten. Als Last haben wir hier eine Lampe aus dem Auto. Mit 55 und 60 Watt. Ja. Na, gucken wir mal. Nehmen wir das auch mit hoch hier, dass wir das auch alles schön im Blick haben.
Gut, nehmen wir erstmal, ich glaube, das ist das kleine Licht jetzt. Das kleine Licht. 3 Ampere. Bei 8 Volt sind wir und unser Motor zieht jetzt im Antrieb 127 Watt. Ja, kommt schon so halbwegs hin, ne? Gut, können wir wieder rausnehmen. Und jetzt nehmen wir Nummer 2 dazu. Da sind wir bei 4,5 Watt und 8,5 Volt ungefähr. Und 744 Watt. Ja, also wie wir sehen, ich meine 71 Watt im Leerlauf. Was heißt Leerlauf? Ne? Ich meine, da treibt er jetzt trotzdem hier den Generator mit an. Ich meine, der ist zwar noch nicht unter Last, trotzdem ist es kein richtiger Leerlauf. Ne? Und das ist trotzdem ein 500 Watt Motor. Ne? Wäre jetzt mal interessant, wie viel diese 500 Watt Motoren im Leerlauf ziehen, wenn man mit Drehstrom anschließt. Ne? Weil von daher ist 71 Watt schon mal nicht schlecht. Oder 70 Watt jetzt sogar. Ne? Ja, und dann nimmt er halt das Lämpchen mit anschalten. Also Over Unity ist er nicht so richtig. Ne? Also wenn Last drauf kommt, da zieht er genau das, was an Last hier gezogen wird, auch am Eingang mit. Ja. Aber ich denke, das ist schon ein sehr, sehr effektiver Normalbetrieb für das Motorchen, oder? Also, Fazit davon. Selbstläufer ist so einfach wahrscheinlich nicht möglich. Damit. Allerdings, wenn man die richtigen Kondensatoren für Drehstrommotoren rausfindet, kann man da eine Menge Energie sparen.